Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute das Video ein klein bisschen später, aber ich wollte euch gleich zeigen, was die neue Quest so beinhaltet. Wir wollen uns das neue Feature anschauen auf dem Beta-Server, denn der hat erst um 16 Uhr gestartet. Deswegen kommt das Video auch ein bisschen später. Aber dafür sind wir heute gleich up to date und können gleich sofort reinschauen, wie das neue Feature so aussieht. Wir sind auf dem Beta-Server, wir haben genug Pilze zum Testen und ja, werden mal gucken, wie das Ganze hier so aussieht. Und während wir hier schon im Startbildschirm sind, sehen wir bereits schon, dass die Abhakliste nicht mehr die Abhakliste ist, sondern jetzt der Goblin Clean Man loudly and continuously announces the daily task for particularly motivated heroes. Ich will wieder nichts über mein Englisch hören, ja? Ja, also die Daily Quest wurden verändert. Wir gehen mal auch in die Taverne. Ah, da haben wir noch keine. Gut. Haben wir schon eine Gilde hier am Start, wo wir rein können. Wir gehen mal in die Beta-Guild rein. Ne? Vielleicht haben wir hier irgendjemand von unseren Gleichgesinnten. Ich bin übrigens, das habe ich ganz passend gefunden heute. Ich bin zum passend zum Thema der Equestrian heute. Ja. So. Ja, dann gehen wir mal rein. Und jetzt sehen wir, aha, wir haben hier schon komplett neues Overlay, komplett neues Design im Vergleich zu dem, was wir sonst so kennen. Und zwar haben wir einmal, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben ja erstmal Info. Ja, also über die Info kann man sich hier sowieso erstmal die ganzen Informationen reinholen. Talk to the Goblin Gleeman next to the tavern in the town and complete his daily quest to gain extra XP. Das ist, denke ich mal, klar. Also, um extra XP zu bekommen, sprechen wir hier in der Übersicht zum Goblin. In addition to the daily tasks, there are event tasks waiting for you every week that you can complete from Monday to Thursday. Ne? Also neben den Daily Quests gibt es jetzt auch Event Quests, die man von Montag bis Donnerstag erledigen kann. Events has each event has different rewards and another beer in the store for you. Okay, also hier sieht man schon, es gibt dann noch ein zusätzliches Bier anscheinend. Ne? Dann haben wir die Daily Quests oder die Daily Tasks. Daily Tasks can be completed with one day. Also an einem Tag können die, ne, das sind halt die täglichen Aufgaben, so wie vorher man das schon kennt. Ne? Progress you make on a day is reset on the following day, ne? Also wird zurückgesetzt. In total there are three daily tasks that are identically every day and six randomly generated special tasks. Okay, also drei gibt es jeden Tag wohl und sechs sind irgendwie random pro Tag generiert. You do not have to complete all 9 tasks to unlock all rewards. Also man muss nicht alle 9. Muss ich das übersetzen? Ich glaube nicht. Ne? The current progress of a task is indicated by the counter and the progress bar below each task. Click the door button to the right of each task to be taken to the location where you can complete that task directly. Okay, das sind die Dailies. Ne? Daily Tasks. Dann haben wir hier einmal die Rewards. Each task has a defined point value with is added to the upper progress bar after completing a task. Also die obere, den oberen Bar, die wir da gesehen haben, die wird dann halt vervollständigt und dann kriegen wir unsere Rewards. A total of 3 rewards packs can be earned during the daily tasks. You will receive additionally XP for completing enough daily tasks. This XP value scales with every additional heat that the Hydra grows in your guild by 25% per head. Also das Ganze hier ist dann anscheinend nicht mehr so wie diese Daily Quest in der Taverne. Sondern halt jetzt hier schon bei diesem Goblin schon mit inbegriffen und ist halt auch wieder abhängig von der Hydra und wie stark die Hydra dann ausgebaut ist von eurer Gilde halt. Ne? Umso mehr Köpfe, umso mehr XP halt eben auch. Ne? So, dann haben wir hier einmal die Event Task, das sind dann die wöchentlichen Aufgaben. Von Montag bis Donnerstag hat man zusätzlich die
die täglichen Aufgaben und du kannst Eventaufgaben machen. Jede Woche sind 4 Eventaufgaben, von denen man mindestens 3 erledigen muss, um alle Kisten zu bekommen. Die Eventaufgaben sind komplexer als die täglichen Aufgaben. So they usually cannot be completed in just one day. Also können nicht in einem Tag direkt erledigt werden. Ne? Klick den Tür-Button, den Türknopf rechts von der Aufgabe und du kannst in der Gegend von der Stadt sehen, wo du diese Aufgabe beenden musst. Oder ja. Ja, genau. Direkte Übersetzung hier. Spezial-Events in der Taverne will override these events tasks such as summon collection or egg hunt. Achso, das überschreibt quasi die temporären Events, wie jetzt gerade die Sommerkollektion. Genau, so, dann die letzte hier, die Event Rewards, ne? Also quasi haben wir hier einmal Daily Tasks, also tägliche Aufgaben, tägliche Belohnung. Eventaufgaben, Eventbelohnung. Ne? Mehr ist es quasi eigentlich nicht. Relativ simpel, sag ich mal. Hier haben wir dann die Kisten, die sehen sehr cool aus, muss ich sagen. Schön designt. Ähnlich. Ähnlich zu den täglichen Belohnungen kannst du 3 Kisten für die Eventbelohnungen bekommen. The content of the event chest depends on the respective events that is active during a week. Also es kommt darauf an, welches gerade in der Woche aktiv ist. Jedes gibt verschiedene Belohnungen. Genau so. Aber du kannst halt jede Woche ein neues Bier anlocken. So, mehr wollen wir nicht. Bei dem Dings in der Taverne hier, bei dem Bartender. So. Gut, genug gebabbelt hier. Jetzt gucken wir uns mal die Quests an. Also wir haben hier einmal unten die, das ist der Tür-Button. Wenn man jetzt hier direkt draufklickt, dann kommt man direkt dorthin. Das heißt, wir haben hier unten zum Beispiel diese 3 festen Quests, die sich wahrscheinlich jeden Tag auch nicht ändern werden oder so. Ich gucke morgen auch nochmal hier rein, ob sich irgendwas geändert hat. Hier oben haben wir die täglichen Belohnungen. Ja, die sind jetzt ein bisschen, ich glaube, die sind ja belohnungstechnisch noch nicht angepasst für das Level, was wir haben. Denn wir sind hier auf unserem Equestrian, Stufe 400. Und das ist natürlich noch relativ wenig XP für das, was wir hier, ja, ne, 4 Gold, also ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Genau, dann haben wir hier also die festen Quests, die gemacht werden müssen. Das ist unter anderem halt 10 Bier trinken, 10 Mal in der Arena gewinnen und das Glücksrad drehen. Und wenn wir hier direkt drauf klicken, dann kommen wir direkt zum Glücksrad halt. Ne? Also das ist halt so ein Short Cast, heißt das so. Spin the Wheel for Fortune 5 Mal. Das machen wir jetzt gleich mal alles. Ne? Wir werden das mal durchgehen. Und dann haben wir hier einmal die Event Quests. Ja? Wir sehen hier, bei den täglichen Aufgaben haben wir nicht mehr viel Zeit. Da haben wir nur noch 7 Stunden. Ja? Und bei den wöchentlichen, da haben wir halt nur noch bis Donnerstag Zeit, also 2 Tage, 7 Stunden 36, um das Ganze hier zu vervollständigen. Das sind 30 Fights in der Arena gewinnen, 20 Fights gegen Berserker gewinnen, 100 Gold von Fights bekommen in der Hall of Fame und win back-to-back Fights in der Arena, also 2 Mal hintereinander gewinnen und das 5 Mal. Das sind quasi die Aufgaben für die Woche. Und das heißt, wir bekommen hier einmal dann eine Kiste mit Ressourcen für die erste Aufgabe, dann eine Kiste mit Gold für die zweite. Und ich denke mal, die dritte und letzte Quest ist, dass man halt, wenn man alle Aufgaben in der Woche erledigt hat, man ein zusätzliches Bier beim Wirt in der Taverne bekommt. Und ich denke mal, das ist relativ fein. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man bekommt jetzt hier jeden Tag die Chance darauf, ein extra Bier zu bekommen und hat von Montag bis Donnerstag
vier Biere, sag ich mal, die man zusätzlich trinken kann unter der Woche, ne? Was man sowieso nicht machen sollte. Keine macht den Drogen, außer in Shakes and Fidget. Genau, aber hier haben wir dann quasi zum Donnerstag die Chance, über diese Event-Quests, über diese Wochenquests ein Bier zusätzlich in der Woche zu bekommen. Und ich denke mal, das ist relativ fair. Vor allen Dingen auch für die Aufgaben, die man hier erledigen muss. Die sind auch unabhängig voneinander. Also wenn man jetzt zum Beispiel Free-to-Play ist und man hat jetzt nicht die Chance, irgendwie 20 Mal am Rad zu drehen oder so, ne? Dann, wenn man die Pilze dafür nicht hat und keine Lucky Coins hat, dann ist das nicht ganz so wild, weil erstmal hat man ja auch noch andere Aufgaben, die man erledigen kann, um halt den Daily Quest zu bekommen. Wir machen das auch noch gleich. Aber ansonsten sind halt unabhängige Aufgaben hier relativ, ja, ich sag mal, Free-to-Play freundlich zu erfüllen, um halt das extra Bier zu bekommen, weil, sind wir ehrlich, ein extra Bier pro Woche schmeckt schon sehr, oder? Also das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall, ne? Und deswegen gehen wir da mal rein. Wir gucken mal erstmal, dass wir die Daily-Aufgaben hier zusammen bekommen und drehen erstmal 20 Mal am Rad. Ich glaube, wenn wir hier 5 Mal am Rad gedreht haben, dann haben wir schon das erste hier geunlockt, ne? Irgendwo, genau, 5 Mal haben wir schon das erste. So, das zweite haben wir hier. Und die geben auch unterschiedlich viele Glocken. Also Glocken brauchen wir, um die Daily Tasks zu beenden hier. Wenn wir zum Beispiel mal gucken, was bringt am meisten. Hier haben wir 4 Glocken. Travel to Gnagorim on a quest in a tavern. 0 von 3. Das heißt, wir müssen nach Gnagorim in den Quest reisen, um diese Glocke hier, diese Viererglocke freizuschalten, ne? Also das gibt auch alles unterschiedlich viel XP für diese Quests. So, jetzt haben wir hier schon die zweite fertig. Und haben insgesamt 3 Glocken gesammelt. So, dann machen wir mal schnell noch die Arena-Angriffe. Hier haben wir jetzt noch nichts gesammelt. Wir sind 30 Fights in der Hall of Fame. Das heißt, das schließt quasi auch das hier ein. Wo waren das? Hier. Heroes in der Arena. 10 Stück besiegen. Da machen wir gleich diese hier mit. 30 Stück müssen wir hier besiegen. Das heißt, das geht gleich Hand in Hand. So. Dann machen wir gleich die Dings mit hier, die wöchentlichen Aufgaben. Also die sammelt man auch so oder so vielleicht auch nebenbei. Machen wir mal ganz fix und sammeln das Ganze mal, dass wir hier auf die 10 Fights kommen. So, das haben wir. Okay, sehr schön, sehr schön. Oh, kurz mal das Blinken wegmachen hier. Okay, dann sehen wir jetzt hier, oh, wir haben die erste Aufgabe schon erledigt. Die bekommen wir hier mit einem So ein Reward hier, weil die blinkt schon, ne? Die zweite bekommen wir dann hier mit 2 und die dritte mit 3. Also und 3 von 4 muss man hier machen. Man sieht hier auch den verschiedenen Fortschritt. Win Back-to-Back-Fights haben wir jetzt zum Beispiel 2 von 5 schon. 20 Fights gegen Berserker. Einen haben wir hier an Bersi weggeklatscht. Und 10 von 30 haben wir hier schon. So, dann sind wir hier auch schon ein bisschen weiter. Hier haben wir die Arena. Defeat the Hero haben wir erledigt. Ja. Und 10-mal Heroes besiegen. Also auch gleich 2 mit einem Schlag sozusagen. So, wir holen uns mal das Ganze hier ab. So sieht das aus. Ich denke mal, das wird dann noch ein bisschen, ja, ein bisschen verbessert, sag ich mal. Das sieht noch nicht ganz so ansprechend aus. Wenn wir jetzt mal kurz mal ein bisschen questen hier. Einfach mal, ne, wir sind ja der, wir sind ja der Equestrian, ne? Deswegen müssen wir auch ein bisschen questen hier. Wir holen uns mal ganz kurz ein Bier. Ne? So, dann trinken wir hier mal ein Bier nach, weil das ist ja auch schon eine Quest, die wir erledigen können. So, und jetzt haben wir Trinkbier. Achso, 10 Bier können wir auch trinken. Das ist auch noch zusätzlich. Hier haben wir aber jetzt schon das geunlockt und somit haben wir jetzt hier die XP. Die Tüte aufgerissen. Ja, ich denke mal, das wird halt noch ein bisschen gehübscht. Aber viele Sachen sind hier mit bei. Die macht man so oder so. Ne? Daily Questen und so oder die Aufgaben, Arena Fights. Das sind alles Aufgaben, die macht man ohnehin. Und deswegen ist es auch nicht, ja, nicht verkehrt, sag ich mal. Und man hat halt eben auch die Auswahl, um halt zu gucken, okay, nehme ich jetzt lieber das hier oder nehme ich das hier, das kostet mich Pilze, das kriege ich vielleicht nicht hin, oder das, ne, dann mache ich lieber die Aufgabe, ne.
So, was wir jetzt nicht gemacht haben, wir haben jetzt nicht geguckt, dass wir hier nach Gnagorim reisen. Also die Aufgabe werden wir wahrscheinlich nicht besiegen oder schaffen können. Und das ist relativ interessant, weil dadurch haben wir uns das Tier selbst vermasselt sozusagen. Das heißt, wir müssen darauf hier auch achten. Ne, das ist wirklich diese Daily Quest, die wir auch in der Taverne haben, dass wir hier das Ganze hier wahrnehmen, weil ansonsten schaffen wir unsere Daily Quest hier nicht. Okay, wir machen mal kurz das Main-Attribut ein paar hoch. Huch, ach so, können wir uns auch gar nicht leisten, dann holen wir uns mal den Gryffindor hier. Wir haben ja das Geld für den für den Beta-Server, deswegen geben wir das Ganze hier auch mal aus, um mal kurz ein bisschen hier unsere Skillpunkte hoch zu bekommen. Das waren wirklich die Main-Attribute, musste ich jetzt erhöhen hier, ja. Increase the Main-Attribut. Okay, ja, gut, dann brauchen wir noch ein bisschen den Drachen. Huch, so. Leasen wir das Ganze nochmal ganz kurz hier, damit wir auf die dementsprechende Summe kommen. Ja, wir versuchen hier heute alles abzuschließen, ne? Also alles schaffen wir jetzt schon nicht mehr, weil wir eine Aufgabe schon verdüstbaddelt haben, sozusagen. So, das heißt, wir können unsere Daily Quest nicht erreichen. Mal schauen, wie schlimm das nachher wird, wie hoch der Reward ist. Hier nach diesem Reward, da ist es mir relativ scheißegal, ob ich das bekomme oder nicht. Gut, aber wir haben jetzt die nächste Aufgabe erledigt und machen jetzt noch Defeat Gambler. Machen wir hier, also es sind wirklich viele. Ey. Achso, ich glaube, Gold kann man hier gar nicht, stimmt, mit den Pilzen. Kann man hier leider gar nicht gamblen mit den Beta-Pilzen, weil man ja auch schon genug hat an sich, ne? So, ich wollte bloß mein Gold nicht verschwenden. Too bad. So, zweimal haben wir gewonnen und das dritte Mal, und damit haben wir auch die nächste Quest erledigt und holen uns den Reward ab hier, ein bisschen XP. Aber das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, das heißt, da muss man wirklich darauf achten, dass man das auch hier mitnimmt. Man muss hier wirklich aktiv dann auch reinschauen. Wie gesagt, die meisten Aufgaben macht man so oder so, aber wie halt eben auch bei der Daily Quest, die halt immer hier hang, oder wo hangen die eigentlich? Hier, ne? Oder? Hä? Ja, keine Ahnung. Da muss man darauf achten, okay, reise in das und das Gebiet, damit du die Aufgabe nicht vermasselst hier, ne? Haben wir jetzt vermasselt. So, dann machen wir mal kurz ein paar Arena-Fights hier noch, damit wir das Ganze hier auch noch kurz festhalten, damit wir hier noch ein bisschen weiterkommen und vielleicht zumindest dann die Weekly-Aufgabe hier noch mitnehmen können. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, bei wie viel wir sind. Hätten ja auch mal darauf achten können, dass wir hier vielleicht beim Bär sie ein bisschen angreifen, weil den müssen wir extra angreifen, weil der gibt uns auch eine Aufgabe mehr. So, die zweite haben wir freigeschaltet und jetzt nur noch, vier Kämpfe nur noch gewinnen in der Hall of Fame. Ich guck mal ganz kurz, zählt das hier auch mit oder muss man in der Arena gewinnen? 26 haben wir jetzt hier, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier runtergehen und von. Achso, wie viel sind hier drauf? Na gut, dann machen wir mal. Gehen wir mal hier ganz weit runter. So. 27, 28, 29, 30. Mal schauen, ob das auch zählt oder ob man wirklich hier in der Arena sein muss. Okay. Also hier steht 30 Fights in der Hall of Fame gewinnen. Also man muss nicht 30 Fights in der Ehrenhalle wirklich gewinnen, sondern in der Hall of Fame. Das heißt, wenn wir hier in der Hall of Fame sind, können wir uns auch quasi die Berserker raussuchen, 2 von 20. Suchen wir uns einen Bärsi raus hier irgendwo und können den quasi auch abfarmen. Das ist ganz gut für Leute auch, die die Quest schnell erledigen wollen und jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in der Arena chillen wollen, weil in der Arena sind die Gegner natürlich deutlich schwieriger als hier, wenn man die sich jetzt so selbst raussucht. Also das auf jeden Fall auch möglich. Ja, und damit haben wir das hier auch erledigt. So, und damit können wir jetzt hier ein Bier mehr trinken in der Taverne. So, 10. Wie können wir uns das einfordern, ist die Frage jetzt noch. Wir haben das You can buy another beer from a bartender today. Weiß nicht, ich muss mich mal ganz kurz reloggen, vielleicht hilft das. Weil jetzt, bisher hat das, konnte ich jetzt noch... Ah, jetzt, okay. Jetzt konnte ich ein extra Bier trinken.
Und wenn wir die Verzauberung haben, nicht genug Gold hier, um hier das Ganze, dann haben wir ja quasi, 12 Bier. Warte mal. So. Genau, ja. Siehst du, da haben wir 12 von 12. So. Und dann kann man hier das Ganze trinken. Ja, so sieht das aus. Das sind die neuen Aufgaben. Haben wir mal alles von A bis Z gezeigt hier. Ne? Und mal schauen. Ich werde morgen mal reingucken, wie dann so die Daily Quests sind. Es wird sich, denke ich mal, viel abwechseln. Aber so an sich finde ich das Prinzip schon sehr nice. Und man hat ein bisschen Individualität beim Questen an sich. Also unterm Strich muss ich sagen, mir gefällt das Update sehr gut, wenn das noch ein bisschen verfeinert wird, noch ein bisschen aufgehübscht vielleicht bei den Belohnungen und so, ne? Aber ansonsten finde ich das schon ziemlich cool, muss ich sagen. So, es bringt ein bisschen mehr Gewichtigkeit rein, sag ich mal, seine Daily Quests auch wirklich so zu erledigen, ne? Also seine täglichen Aufgaben, denen auch wirklich hinterherzukommen. Ne? Wie gesagt, das meiste macht man automatisch, aber man muss halt eben noch mal ein bisschen drauf gucken. Ne? Und vor allen Dingen die Event-Aufgaben sind halt ziemlich nice für das, was man auch bekommt. Ich denke mal, das ist am interessantesten für alle, aber auch mal schauen, was hier die nachher auf hohem Level geben, wenn das Ganze sich angepasst wird. Ne? Ja, das war es soweit zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Schreibt gerne in die Kommentare auch, was ihr zu den neuen Systemen sagt. Wie gesagt, das ist hier ein Beta-Server und deswegen noch nicht hundertprozentig ausgereift. Ne? Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.